Heute für euch in der WWE Figuren Review eine Flashback Edition der Elite Figur, eine WWE Legende. Und hier haben wir Nasty Boy Jerry Sags, First Time in the Line, inklusive seiner Entrance Jacke und den Sonnenbrillen. Und wie die Figur außerhalb ihrer hier zu sehenden Verpackung aussieht, das seht ihr natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren WWE Figuren Review. Und ihr seht hier schon, hier kreist nun der gute Jerry Sags von den Nasty Boys mal einmal rum, damit ihr euch etwas anschauen könnt. Der stammt aus der Elite Kollektion von Mattel, ist als WWE Legende deklariert, Elite Flashback natürlich, und ist vom Tag Team The Nasty Boys. Die fand ich damals recht cool, als ich angefangen habe, das zu schauen, und ist natürlich First Time in the Line. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Details etwas an hier. Zum Beispiel auf seinen Rücken, die ganzen Airbrush-Segmente, die da drauf sind. Ja, die waren früher Airbrush. Moment, ich hole euch jetzt näher ran. Hier, Nasty Boys. Viele, viele bunte, also was heißt bunte, rot-gelbe Striche. Und seine Ketten hier. Sehr schön gemacht, der Mantel hier. Auch die Ketten an den Rückseiten der Boots. Der Stand wird natürlich wie immer nicht mitgeliefert, obwohl das bei den neueren jetzt der Fall ist, dass wieder welche mitgeliefert werden. Dann kommen wir nach vorne. Vorne, die Boots. Die Ketten gehen um die Boots. Dann hier ein sehr schöner langer Ledermantel. Kommt natürlich auch noch mit seiner Sonnenbrille hier, die auch so gestylt ist mit den gelb-roten Streifen drauf. Die kann man ihn abnehmen, die ist einfach nur drüber gesteckt. Hier, na komm, Fokus, willst du oder willst du nicht? Nein, mein Fokus will heute nicht. Ja, ist zu klein. Aber man erkennt es halbwegs. Ist dasselbe Muster wie auf dem Mantel hinten. Und der Mantel ist diesmal ein etwas weicherer Gummi. Und den werde ich Ihnen jetzt mal ausziehen, damit ihr mehr seht. Und mach nochmal einen kurzen Break, damit ihr euch das nicht antun müsst, wie ich da mit einer Hand versuche, das Ding auszuziehen. Also bis gleich. Das sind wir wieder ohne den Mantel, den ich hier jetzt mal ausgezogen habe. Es ist ein weicherer, flexibler Gummi, der geht leichter zum Ausziehen als wie die alten, sehr starren. Und ihr seht hier schon, er hat hier noch ein Oberteil an. Das ist auch weicher Gummi. Es hat an der Seite eine Öffnung, die zeige ich euch gleich. Ich glaube, das könnte man auch noch ausziehen, weil darunter hat er ein schwarzes Singlet. Aber das werde ich jetzt mal nicht machen. Mir gefällt das Attire sehr gut, was sie hier hatten. Mit den bunten Farbspritzern und vorne drauf Nasty Boys. Seht ihr hier schon Kreis mit seinen Details, mit den ausgeschlagenen Zahn, das sieht man hier auch etwas. Dann natürlich mit seinem Sack-Tattoo, das er hier hat, seinen weißen Wristbands, seinen Mohawk, der hinten in lange Haare mündet, den er früher auch immer hatte. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch hat. Ich habe eigentlich nichts mehr von ihm gehört. Das Einzige, was man was gehört hat, ist Brian Knobs für seinen Tag-Team-Partner. Den sehen wir dann auch noch irgendwann mal, den werde ich mir auch noch holen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das etwas von näheren an. Ich hole ihn euch etwas näher, Moment, da müssen wir aber hier ein bisschen ausgleichen. So, jetzt. Hier seht ihr dann das Styling auf sein Hemd. Ja. Hier wäre dann der besagte Spalt, wo man es ihn, glaube ich, nochmal abziehen könnte, weil hier sieht man leichte schwarze Hosen, also Hosenträger, sage ich schon, Träger durch. Hier auf der Rückseite kein weiteres Detail, also die rot-gelben Striche. Hier seine Frisur, sein, ja, es ist ein Mohawk Fukuhila, würde ich jetzt sagen. Also oben ein Mohawk, dann vorne kurz und hinten lang. Eine Kombination aus allen. Hier der Face-Scan auch sehr gut getroffen.
finde ich, mit den ausgeschlagenen Zahn auch hier. Man sieht hier etwas. Moment, ich muss das Licht etwas drehen. So, jetzt sind wir hier wieder besser im Licht. Dann hier sein Tattoo eben. Zack. Ich weiß gar nicht, hat er 6 stehen oder Zack? Dann seine weißen Wristbands. Die Hose schwarz. Darum habe ich euch das nicht nochmal gezeigt. Das hat man ja gerade schon. Auch wenn es vom Mantel überdeckt war, die Schuhe bleiben auch die gleichen. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mal kurz von den Stand runter. Und kommen wie immer zu den Bewegungspunkten. Wobei das eigentlich schon inzwischen bekannt sein dürfte von den Elite-Figuren. Sie haben hier einen Balljoint. Dieser kann nicht recht weit nach oben und unten schauen. Er kann aber den Kopf nach links und rechts drehen. Etwas gehindert durch die Haare und den Träger von den Top. Aber mit etwas Arbeit geht es ziemlich weit rum. Also hoch und runter ist hier nicht viel bei ihm. Dann hat er natürlich seine Rotation in der Schulter. Müsste mich jetzt veroppeln. Jetzt aber. Sein Hinge nach oben, der geht hier etwas streng. Deswegen habe ich ihn kurz aus dem Blick genommen, weil ich da mit zwei Händen hinlangen musste. Nicht, dass ich da was kaputt mache. Dann hat er noch hier natürlich seinen Bizeps-Wiffel, wie bei den Elites üblich. Ein Single-Elbow-Gelenk, wobei hier die Gelenke etwas weit innen sitzen bei ihm auf dieser Seite. Innen drin ist es etwas besser. Also das hätte man vielleicht etwas besser lösen können. Dann natürlich die Rotation und den Hinge an der Hand. Was man jetzt hier nicht sieht, aber er hat den Ab Crunch hier, der hier sehr streng geht. Eben durch die zwei, ja, durch das gemoldete Oberteil unten drunter. Und durch das Oberteil ist der Ab Crunch etwas gehindert hier. Er hat natürlich auch die Drehung in der Hüfte. Ja, auch hier muss ich sagen, ist hier etwas schwierig zu machen. Ich weiß nicht warum, ich will ja nichts kaputt machen. Also der Fuß geht nach vorn, nach hinten nicht, hat hier seinen Swivel drin, einen, ja, Spagat kann der auf Deutsch gesagt nicht. Hier, der ist gefreezed. Ich weiß auch nicht, warum das die Füße bei mir wieder zurückfedern. Aber das werden wir mal sehen. Da muss ich mal das Oberteil dann doch ausziehen, um zu gucken, was da los ist. Dann hat er hier natürlich sein doppeltes Kniegelenk. Wie üblich bei den Elites. Ein Upper Boot Swivel. Dann hier ein leichtes Hinge-Gelenk. Mit, ja, gefriesten Enkelrocker. Aber trotzdem, bei mir werden sie ja nicht zum Spielen genutzt, die Figuren. Also ist es nicht ganz so schlimm, wenn jetzt da irgendwas mit den... Vielleicht sind sie auch nur nicht richtig befestigt. Hier, weil es ist links und rechts. Mal schauen, wie es bei seinen Tag-Team-Kollegen ist, wenn der dann kommt. Ob da das gleiche Problem besteht. Aber so muss ich sagen, eine sehr schöne Figur, sehr schön gelungen. Packen wir ihn mal wieder auf den Stand, der nicht zum Lieferumfang gehört. Da wurde ich schon ein paar Mal gefragt, ob das jetzt wieder dabei ist. Das gehört leider nicht zu den Lieferumfang. Mehr dazu bei den Elites. Bei den, ja, bei den ganz alten Elites und Basics sind sie dabei. Bei den mittleren jetzt nicht. Und bei den neueren haben sie so Diorama-Bases dabei. Die, glaube ich, habe ich euch schon mal eine Figur gezeigt. Und dann würde ich sagen, haben wir den auch durchbehandelt, den guten Jerry Sachs von den Nasty Boys. Um meine Tag Team Liga etwas aufzufrischen. Ich muss die mal in meinem Regal etwas neu sortieren. Damit das auch wieder besser aussieht. Tag Team und Einzelwrestler Extrich und Woman's Extrich. Und dann würde ich sagen, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dieser Figur in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust und Laune habt.
Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, also die Review vom Jerry Sachs. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht seid, wäre ich glücklich darüber, wenn ihr ein Abo da lasst. Vielleicht knackt man dieses Jahr noch die 200. Ja, ich weiß, ich spreche sie mir wieder an. Und dann können wir mal wieder ein Gewinnspiel machen. Vielleicht verlose ich da auch mal diesmal was Größeres, als wir nur so Überraschungsboxen mal schauen. Aber da müssen wir erst die 200 erreichen. Also teilt meinen Kanal, empfehlt mich weiter, liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.